Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar diesmal von Very Little Nightmares. Wir haben ja im das letzte Let's Play, was wir gemacht haben von der Serie, war das Little Nightmares 2, das war richtig gut. Und ich würde sagen, wir fangen heute mit Very Little Nightmares an. Das Problem ist nur, das Spiel ist hochskaliert, das kann man leider nur über Handy spielen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wie gesagt, es ist kein Computerspiel an sich, es ist ein Handy-Game. Und dadurch ist das leider so hochskaliert, das kann ich auch leider nicht ändern. Und ich habe es gestern noch ein bisschen schon angezockt, um zu sehen, wie die Performance und so weiter ist. Und ich muss sagen, mich hat die Atmosphäre direkt wieder richtig gecatcht. Es hat richtig eine gute Atmosphäre. Und es gibt so einen komischen Handwerker hier, der was irgendwie auch so sein Unwesen treibt hier. Und das Problem, das Ding ist, wir spielen hier nicht Six. Das ist ein anderes Kind, was wir hier spielen. Wir spielen quasi das Kind, von dem Six den Ding bekommt. Den Regenmantel. Was ich so weiß. Wie gesagt, das ist eigentlich komplett blind, das Game. Wie gesagt, ich kenne nur die ersten 15 Minuten circa. Okay, wo sind wir hier eigentlich? Okay, das wird einbrechen, das sieht man jetzt schon. Man kann auch nur mit Touch spielen, man kann sich selbst so frei irgendwie gar nicht wirklich bewegen. Okay, das wird auch wieder einbrechen. Aber was ist das hier? Da sind überall so solche Tauben oder sowas, solche Vögel. Aber hier kann ich nicht weiter, okay. Wir können auf jeden Fall schnell und langsam gehen. Wir können so gehen. Wenn ich Doppelklick mache, dann rennen wir schneller. Und es gibt hier, genau, es gibt hier solche Secrets auch. Solche komischen Musikboxen auch. Das sind einfach nur so Sammelobjekte. Ist aber irgendwie auch cool. Da sieht man auf jeden Fall Charakter. Genau. Wir sehen nämlich den Hausmeister vom ersten Teil. Richtig cool irgendwie. Der gute Roger. Wie er offiziell heißt. Okay, hier, glaube ich, hier fällt jetzt was runter, glaube ich. Genau. Oh mein Gott. Aber die Atmosphäre, finde ich, hat direkt wieder einen richtig in dem Game drin. So, hier kann ich nichts machen, oder? Nee, muss ich nur nach oben klettern. Ich kann natürlich wieder sagen, ab welchem Punkt es für mich komplett blind ist, weil wie gesagt, die ersten 15 Minuten circa habe ich angespielt, um die Performance und so weiter zu testen, wie das so aussieht. Hier ist ein Ventilator einfach in der Luft, alles klar. So, das können wir wegreißen. Ich will mal schauen, wie ich das hinbekomme mit dem, ob ich das irgendwie so breit skaliert bekomme, aber ich denke mal irgendwie nicht, weil das Spiel kann man ja nicht umstellen. Und hier sehen wir nämlich Six. Genau, das ist nämlich Six. Klicke auf den Käfig, um herunterzuklettern. Denn Six ist auch hier und es spielt auch nicht im Schlund, dieses Spiel. Es ist eine komplett eigene. Ich glaube, der Ort heißt hier laut dem Wiki das Nest. Und hier treiben sich auf jeden Fall auch ein paar Verrückte herum. So, das musste man genommen, jetzt musste man umschieben, dass man hier runterklettern konnte. Der Touch-Ding auf jeden Fall ist auf jeden Fall richtig cool irgendwie. Man kann zwar nur klicken und gehen, aber es macht auf jeden Fall Bock. Und man ist wirklich direkt wieder in dieser Atmosphäre drin. So, für das Rätsel habe ich ein bisschen länger gebraucht am Anfang. Da musste man nämlich jetzt das Ding hier umschmeißen. Das Gute ist, die Sachen sind immer wie hier markiert. Genau, da muss man jetzt nochmal zurückgehen. Und das dann nochmal umschmeißen, wenn ich jetzt das noch richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob ich es mit Maus spielen werde, weil meine Maus ist relativ laut. Und das will ich nicht fürs Let's Play, dass man das die ganze Zeit hört. Also ich spiele es ein bisschen mit Touch aktuell. So, das musste man hier, glaube ich, umschmeißen, genau. Jetzt können wir auch wieder zurücklaufen. Ah ne, ich muss hier runter, oder? Ja, genau, hier muss ich runter. Es ist auch sehr,
Was auch cool ist, ist es sehr linear, wie man sich hier bewegen kann. Da kann ich nicht runter. Ah, okay, ich weiß schon wieder, was ich machen muss. Ich muss... Hier musste man hoch und dann kann man nämlich hier komplett runterklettern. Genau. Coole Rätsel auf jeden Fall. Da kann man nämlich hier rüber. Und dann kann man hier rauf. Und hier musste man, da bin ich ein paar Mal gestorben, bis ich das verstanden habe. Man muss das so ganz langsam machen hier, weil sonst fliegt man runter. Genau. Perfekt. Und wir sehen schon, hier ist ein komischer Rollstuhlmann, der was hier auch gerade ein Kind wieder weggeschleppt hat. Warte mal, kann ich da rein? Ja. Okay, das habe ich gestern nicht gesehen, dass man nicht auf... Ach, hier ist nur ein... Ah, hier ist wieder so eine Musikbox. Hier ist auch ein Gnom. Die Gnome gibt es ja also auch. Und ich glaube, das ist ein Kind vom Comic, glaube ich, vom ersten. Wer genau das ist, weiß ich nicht. So, der ist hier der ist hier weggegangen. Wie gesagt, es spielt nicht im Schlund, Leute. Es spielt in einem anderen Gebiet. Hier ist ein Schloss. Das kann ich nicht. Oder da ist sogar noch ein Kind drin. Oh mein Gott. Hier kann ich auf jeden Fall hoch. So, hier dachte ich, hier muss man jetzt diesen Käfig davor schieben. Aber die Tür bleibt einfach offen. Und die Musik ist richtig gut. Hier ist eine Tür. Nee, hier komme ich aber nicht raus. Hier ist ein Schalter. Ah, okay, hier muss ich aufmachen. Kann ich hier rein? Nee. Okay, der Schlüssel, den muss ich auf jeden Fall holen für das Kind. Das können wir runterhauen. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Okay, wir dürfen uns nicht bewegen. Ich habe nicht gedacht, dass mich der nicht erwischt von hier oben. Aber der hat auf jeden Fall mega lange Arme. Ein bisschen was vom Hausmeister, finde ich. Aber er ist in so einer Art Rollstuhl und er hat... Seine Füße sind ganz, ganz komisch. Oder sind das Füße? Ich glaube schon. Und da hinten hat er so eine komische... Was ist denn das? So ein Messer oder so? Okay, er ist weg. Aber auch ein sehr guter Gegner, finde ich. Sehr unheimlich auch gemacht. Seine Musik ist auf jeden Fall auch sehr gut, finde ich. Jetzt kann man das Kind befreien. Dann kann uns der auf jeden Fall auch helfen. Und es ist ein Kind mit einem Schal, aber es hat irgendwie gar keinen Bock auf uns. Es will einfach nur weg. Was ich auch verstehen kann. Und dieser komische Rollstuhlmann, der heißt ja, im Englischen heißt dieser Gegner der Craftsman, was ihm zu Deutsch so gut wie heißt, der Handwerker. Okay, das können wir gemeinsam aufschieben. Okay, aber es rennt schon wieder weg. Wieso rennen diese Kinder immer weg von uns? Wir können uns gemeinsam einfach nur helfen. Und hier ist wieder ein Gnom. Warum sind diese Gnome auch hier? So, das können wir auf jeden Fall hier aufschieben. Das ist auch ein cooles Rätsel. Hier muss man quasi jetzt das hier hochholen. Und dann muss man hier loslaufen, um dann da reinzugehen. Aber ich bin zu langsam. Oh mein Gott, Leute. So, machen wir das nochmal. So, und jetzt müssen wir schnell sein. Oh Gott. Das war auch wieder sehr knapp.
Und wir sehen schon, da ist die Mütze von dem Kind. Der ist hier reingezogen worden, oder? Oder ist der von dem komischen Handwerker hier gefangen worden dann doch? Weil da hier ist eine Tür. Der hätte hier theoretisch rauskommen können. So, hier muss man das wieder hochholen. Und dann hier hochklettern. Auch ein cooles Rätsel auf jeden Fall. So. Ah, genau, das kann ich ja. Das ist auch jetzt hier ganz, ganz cool gemacht. Hier kämen auch die Augen wieder. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Hier sind auch überall Kinder versteinert wieder. Oh nein. Oh. Ach komm. Ich wollte da hochklettern. Wir müssen hier hoch. Das ist eine der schwierigsten Passagen im Spiel, finde ich. Also, soweit ich, wie ich gespielt habe. Sind auf jeden Fall ein paar Gnome auch. So. Wir müssen auf jeden Fall. Hier können wir nämlich nicht weiter, glaube ich. Oder? Ah, oh ja, hier ist ein Schalter. Ich glaube, den muss man noch aktivieren, glaube ich. Aber was ist das für ein Ort hier? Hier sind auf jeden Fall auch Kinder gefangen. Wie im ersten Teil. So, hier konnte man was machen. Genau, wir müssen nämlich die Kiste hier runter. Aber dafür haben wir nicht genug Kraft aktuell. Also müssen wir quasi hierher laufen und das hochholen. Und hier ist nämlich eine. Was ist denn das? So ein, eine Brechstange versteckt. Die können wir auf jeden Fall benutzen, um die Kiste runterzuschmeißen. So. Jetzt brauchen wir die auch nicht mehr. So. Dann können wir hier runterklettern. Aber finde ich auf jeden Fall ein cooles, cooler Abschnitt hier auf jeden Fall. Aber das hier ist jetzt, das ist richtig schwierig. Das muss man wirklich richtig gut timen. Na. Da bin ich, glaube ich, gestern wirklich 5, 6 Mal gestorben. Oh Gott. Oh, das könnte sich. Ah. Man ist viel zu schnell versteinert irgendwie. Oh nein. Okay, wir müssen echt aufpassen. Jetzt. Es ist wirklich, also das ist wirklich extrem schwierig. Der bewegt sich einfach extrem schnell. Wieso rennt die immer nach vorne? Alter. Wieso rennt die immer nach vorne hier? Ich will hierher gehen. Jetzt. Oder muss ich mit dem mitlaufen? Okay. Weiter, weiter, weiter. So, hier müssen wir jetzt das Ding nämlich aufmachen. Na, das war ganz blöd. Die sind auf jeden Fall hier deutlich, deutlich gefährlicher, die Gegner hier, als wie im ersten diese Augen. So, wir müssen nämlich das Ding wieder runterholen. Diesen Aufzug da. Jetzt. Wir dürfen das aber nicht zu lange machen. Weil sonst sterben wir wieder. Jetzt. Und wieder weg. Nicht zu viel riskieren. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Beim nächsten Mal jetzt. Perfekt.
Oh mein Gott. So, jetzt können wir hier weiter wieder. Jetzt müssen wir nämlich wieder zurücklaufen. Aber das ist wirklich... Das Auge ist hier richtig asozial. Und wieder mitlaufen. Schwierige Passage auf jeden Fall. Jetzt müssen wir wieder hier hochklettern. So. Jetzt können wir nämlich hier runter. Wir müssen aber aufpassen, dass wir da nicht draufsteigen. Sonst kommt das wieder hoch. Jetzt können wir hier runterklettern. Wir müssen aber aufpassen, dass das Auge nicht sieht. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen weiter runter. So, und jetzt. Schnell, 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 schnell. Hallo? Oh Gott. Lauf wieder daneben. Muss echt genau klicken hier. Oh nein, das wird ja dieser komische Handwerker. Hey, was macht er da? Hey, was macht er da? Sind das Kinderklamotten? Wieso gießt er das? Oder wascht er das ab hier? Also wie gesagt, keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, das sollen so Kinderklamotten sein, glaube ich. Der reinigt das gerade, aber warum? Ich glaube nicht, dass das ein Freund von Kindern ist, glaube ich. Okay, er geht wieder weg. Ja, ich glaube, das sind Kinderklamotten, glaube ich, tatsächlich. Krass. Ah, das ist das hier, okay. Hier musste man nämlich, glaube ich, auch lang gebraucht. Hier braucht man nämlich eine Kurbel hier. In dem Ding hier. Und wir müssen... In diesem Sand ist die Kurbel hier. Und wir müssen nämlich hier das so platzieren, dass wir quasi... Dass es hier stehen bleibt. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Und dann können wir hier hoch... Klettern. Aber man muss immer klicken überall. Und dann können wir das nämlich holen. Aber das sind auf jeden Fall die einfache Rätsel, aber ich finde die sehr cool auf jeden Fall. So, das haben wir auch wieder so ein Gnom einfach mal wieder. So, hier können wir auf jeden Fall rein. Das können wir auf jeden Fall auch benutzen. Oh nein, hier ist irgendwo dieser komische Handwerker. Ah, okay, den Raum muss man auch noch schaffen, genau. Der war auch ein bisschen knifflig, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Hier braucht man nämlich hier das Ding, dass man hier reinkommt. Hier kann man aber am Anfang hier hochklettern. Da kann man nämlich irgendwo ein Fass hier runterhauen. Irgendwo muss das hier sein. Ah, hier ist es. Hier war auch noch ein Secret, glaube ich. Genau. Hier sieht man einfach badende Gnome, auch cool. Und hier haben wir auch wieder ein Geheimding. Und wir sehen den Ferryman. Auch krass, der kommt ja auch in den Comics vor, der was die Kinder zum Schlund bringt. Der müsste die Kinder dann auch hierher bringen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass das jemand anderes macht. Also dieser Ferryman dürfte so eine Art Kinderhändler sein in dieser Little Nightmares Welt, oder im Universum besser gesagt. Ich bin echt gespannt, ob der in späteren Teilen auch nochmal vorkommt, ich denke mal schon. So, hier musste man nämlich, das war auch krass, hier muss man dieses Ding drehen, bis man das hierher bekommt, dass man das hier nämlich aufmachen kann und dann kann man nämlich das Fass rüberrollen. Und auf, was ich bis ich auf das gekommen bin, da habe ich echt lang gebraucht.
Ist eigentlich auch ein einfaches Rätsel, aber man kommt nicht sofort drauf, wenn man teilweise zu umständlich denkt irgendwie. So, jetzt können wir das Fass nämlich rüber. Jetzt bleibt es nämlich stehen. Und jetzt müssten wir es eigentlich runterholen können. Genau, jetzt können wir es nämlich runterholen. Und dann können wir es als Schalter benutzen. Genau. Bis zu diesem Punkt jetzt habe ich hier gespielt und dann habe ich aufgehört. Denn jetzt kommt eine echt krasse Szene. Wir sehen diesen komischen Rollstuhlmann. Aber ne, das habe ich hier noch kurz gespielt. Was macht der da? Der wascht irgendwie so ein Ding. Ich muss auf jeden Fall hier nach hinten hoch. Wir sehen auch hier so eine Gasmaske. Ich denke mal, dass das so, dass er das Gewand von diesen Kindern bleicht wahrscheinlich. Ich muss auf jeden Fall vorbei, aber der wird mich wahrscheinlich sehen, oder? Ja. Er sieht mich, er sieht mich. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott! Ne, er ist viel zu schnell. Vielleicht kann ich mich vorbeischleichen, aber ich denke mal, da wird er mich auch sehen. Ah ne, er bemerkt mich immer. Okay. Ja, kann ich nicht gleich. Oh Gott, der bringt uns einfach um. So, aber wir haben hier so ein Ding. Da können wir ihn nämlich herlocken. Wir müssen jetzt nämlich schnell locken. Komm mal her. Hallo. Okay, wir merken uns erst, wie wir hier stehen. Jetzt müssen wir schnell sein. Ist ein bisschen schwierig mit dem Touch-Ding. Wir müssen jetzt hier schnell drüber. Weil er rennt da drauf ran. Und hier müssen wir jetzt ganz schnell sein. Boah, ich muss echt schnell drücken. Er kommt nach. Hoch, 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 hoch. Sehr schnell, schnell, schnell. Ah, hier muss man wirklich verdammt schnell sein. So, jetzt haben wir es geschafft, Leute. Er versucht da noch hoch zu greifen. Keine Ahnung, wie er da noch herkommt. So, ab jetzt ist das Spiel komplett blind. Jetzt weiß ich nicht mehr, was passiert. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part aber hier weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.